Da steht sie, in voller Pracht, die Elsa, der neue Star in der St. Gallo Innenstadt. 40 km/h schnell, 3 Bürsten, kein Lärm. Das ist mal eine Ansage. Das Spezielle ist, dass, wie sie betrieben wird. Sie ist elektrisch betrieben und braucht somit sehr viel weniger CO2-Emissionen. Sie ist von der Reparatur und Unterhalt so, sollte sie sogar 75% billiger sein als die herkömmliche Maschine. Das heisst, sie ist beim Kauf ist sie teurer, aber längerfristig sollte man es herausholen können. Sie ist ökologisch und längerfristig auch preisgünstig. Pro Jahr spart sie 7800 Liter Diesel. Es ist erst die Triebmaschine von diesem Typ in der Schweiz. Der Romano Mazzaretto kann es kaum erwarten, mit seinem neuen Zukunftsmobil arbeiten zu arbeiten. Ich finde das super, dass man mal einfach so rumfahren darf, ohne Dreck zu machen und mit einem guten Gewissen heimgehen und sagen, ich bin mal super gewesen. Alle Beteiligten haben Freude an der Elsa, obwohl sich an der Karosserie nicht viel verändert hat. Ja, sie ist aussen dran eine genau gleiche Gewürzmaschine wie die alten oder unsere, die wir noch im Betrieb haben. Wir haben 4 Maschinen von denen im Betrieb. Aber sie hat einen reinen elektrischen Antrieb. Und die anderen haben einen Dieselantrieb. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Energiekonzept 2050 von der Stadt St. Gallen. Ruhig und emissionslos wird sie ihre Arbeit verrichten.